Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario Bros. Wonder. Leute, im letzten Part hat die gute Toadette sich hier im Rätsel der Röhren versucht und sie ist leider gescheitert, aber jetzt ist der blaue Toad da und jetzt versucht er sein Glück. So, jetzt werde ich hier mal den Klimpsprung hier auswählen. Vielleicht kommt man dann hier oben links auf die Röhre. So, wir haben ja schon im letzten Part in dieses Level reingeschaut. Deshalb weiß ich jetzt natürlich, wo ein paar der Marken sich versteckt haben. So. Hier ist eine. Zack. Die erste, die haben wir immer noch verpasst. Die muss ja irgendwo ganz am Anfang sein. Weiß ich noch nicht. Ich sammle jetzt erst noch die anderen. So, wo ging es da nochmal rein? Nein. Immer noch nein. Jawohl. So, perfekt. Oh, shit. Dann war eine nämlich da oben. Chill doch mal. Zack, so zwei fehlen uns noch. Ich denke, eine ist da oben. Ja, gut. Ach, das war die erste. Wie käme man hier sonst rauf ohne diesen Hochsprung? So. Perfekto. Und eine muss sich eigentlich hier rechts bei dem Bereich hier befinden. Ich meine, der ist ja sicher nicht ohne Grund da. Guck mal, wo wir hier sind. Aber erschließt sich mir halt leider nichts. Hier rechts ist aber auch eine Röhre, gell? Die führt ja auch irgendwo hin. Aha, okay, die hättest du schieben können. Ach so, okay, das wäre der offizielle Weg gewesen. Ah, alles klar. Dann kannst du es auch in die Richtung tun. Nee, kannst du leider nicht. Ist hier noch was schieben vielleicht? Ergibt sich da vielleicht ein Weg? Was hat's damit auf sich mit diesem Raum? Ah! Huh! Geil! What? Fies, Mann! Alter, wie geil! Geil, 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 geil! Wusst du? Alter, da kommst du auch nicht drauf, Mann! Super! Klasse! Geil! Genau so muss so ein Level sein. Erstmal minutenlang. Geil. Da fühlst du dich halt echt verloren. So. Also jetzt machen wir hier mal. Schauen wir hier mal, was da los ist. Da hinten geht es ja offenbar auch lang. Ne? Oh, da war auch ein Level versteckt. Nächtlicher Bloinkschwarm.
Schauen wir mal, was es sich damit auf sich hat. So, und wir nehmen, was weiß ich, Fallschirmmütze. Oh, wieder eine neue Art. Wüste bei Nacht. Okay, die kann man also zum Springen benutzen. Die werden immer kleiner, wenn man drauf springt. Die werden aufgeblasen. Ich glaube, ich spinne. Die verletzen mich auch nicht wirklich. Flieg. Da oben wäre doch ein viel besseres Versteck für die erste Coin gewesen, aber gut. Bitte geh weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wieso? Waschloch verlogen ist. Mein Pilz! Mein Pilz! Ah, die zweite Coin! Der Vollmond scheint. Ja. Geile Optik. Der war einfach drin. Tada! Wie er fliegen kann. Lol. Einfach hin und her geshootet worden. Komm einfach von hin jetzt. Ah, du scheiß Goomba. Ich werde hin und her geschubst. Galumba meine ich, nicht Goomba. War da jetzt ein blauer Toadblock? Seht ihr das? Natürlich seht ihr das. Oh, what the fuck? Bisschen aufgebläht. Fühlt man sich doch gleich auch als Spieler ziemlich fett, oder? Ich sag dazu mal nix. Mensch! Das ist mir ja gar nicht gescheit gut. Den Stern, um da durchzukommen. Ja, da ist was Cooles drin gewesen. Einer, der zu uns hält. Großartig. Ich will ja nichts sagen, aber das Zeitlimit arbeitet wieder mal gegen uns. Bezaubernd. Aber gut, der Wundersamen ist unser. Eine Coin fehlt uns noch. Wie der Galumba auch Angst hat. Oh! Habt ihr das gesehen? So muss das. Oh, Pilzi. Ja, damit. Danke. Ja, bist du deppert oder was? Ha, geiles Level. Wieder eine geile Level-Idee. Das muss ich echt sagen.
Perfekt, oder? Geil! Kann ich gar nichts dazu sagen. Nice, nice. Oh. Ja, wirklich überall Geheimnisse und Sachen zum Freischalten hier. Verschnaufpause, Ballon hüpfen. Okay, jetzt dreht sich wohl eine ganze Verschnaufpause um diese Thematik. Ich bin auf jeden Fall bereit. Steuerrad, was soll das? Na gut, haben wir eh schon geschafft. Okay. In den Roink-Dünen. Roink-Dünen, okay. Wieder eine neue Gegnerart, Roink. Hallo. What the fuck? Das sind quasi so Art Räder oder was auch immer das sein soll. Kaktusräder oder... Die kannst du mit einem einfachen Feuerblumenangriff vernichten. Hier geht's rein. Große von denen gibt's offenbar auch. Okay, die verletzen dich. Ja, ganz klar. Hier wieder so ein Steuerrad. Oder Zahnrad oder was das sein soll. Zahnrad ist es nicht. Holy moly. Wollen wir ein bisschen Obacht geben jetzt. Ein schöner Platz für ein Päuschen. Ja, gell. Okay, den hätte ich jetzt wahrscheinlich noch gebraucht. Ah gut, ich schaff's auch so. Nein, es ist unsere ja, Elefant weg. Natürlich ist da was drin und es ist die Wunderblume. Alles, es ist alles ganz langsam. Moment. Es fehlt eine Kleinigkeit. Was ganz Wichtiges sogar fehlt uns. Oh. Schon gefunden. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Auch cooles Level. Jawohl. Sage ich ja gar nichts mehr. Level beendet. Wie eine 1. Unser blauer Toad. Wir können stolz auf ihn sein. So, jetzt ist die Brücke hier frei. Geil, geil. Duck, Hochsprung 2, Schwierigkeit 4.
Wir sind bereit. Überhaupt gar kein Thema. Ich habe wieder drei Münzen zu sammeln. Also jetzt sind das so Blöcke, die runterfallen, oder wie? Nein! Ja, gut, Neustart. Ja, müssen wir neu starten. Münze verpasst. Schon wieder. Tricky. Ja, da muss dir halt der perfekte Sprung gelingen, sonst klappt das nicht. Heute nicht. Komm schon. Holy moly, was ganz, ganz seltsam. Dieser Palast im Hintergrund ganz, ganz schön. Jawohl, genau. So, da unten ist direkt die zweite Coin. Hier drüben. Oh, hallo, hallo there. Hier die dritte. Was war jetzt da die Schwierigkeit, bitte? Jetzt nicht nachlassen. Niemals. Jawohl, sogar die Zielfahne ganz oben erreicht. Mehr wollten wir doch gar nicht. Gut gemacht, Toad. Gut, gut, gut gemacht. Gar kein Problem. Ja, gut, dann muss halt ausrüsten. Das kennen wir zwar schon. Aber gut. Tanz im Musikraum. Verschnaufpause. Oh, wieder ein Musiklevel. Finde ich ganz toll. Oh! Mario Sunshine, Mann. Geil. Das kam jetzt unerwartet. Nostalgische Musik. Geile Musik. Cool. Wieder eine kleine Überraschung. So, und da ist... ein Alarm. Hey, erzähl es nicht weiter. Wir haben einfach Wundersamen. What the fuck? Drei Stück hat der gleich und Turbo? Du läufst und rennst etwas schneller, sogar im Sand. Aha. Kauf mal. Die werden dir da ja quasi in den Arsch geschoben. Ja, legen wir dieses neue Abzeichen gleich an. So. Dann wollen wir uns ja gleich mal von diesem Abzeichen überzeugen. Wir könnten jetzt sogar schon zum Schlösschen hoch. Wüstenarena, Kampfparty. Ja, wollen wir das hier machen? Müssen wir wieder so schnell wie möglich schaffen. Das hier haben wir, glaube ich, gerade das richtige Abzeichen dafür. Sonst können wir wieder ein Power-Up aussuchen. Nehmen wieder das hier. Einfach alle Gegner plätten und schauen, dass wir so schnell... Geile Gegner.
natürlich die Frage, ob man das jetzt mit einem Elefanten oder so schneller besiegt hätte. Scheiße, fast 30 Sekunden. Geile Gegnerart. Vergessen eigentlich schon. Na gut, ich mach Neustarten. Das kannst du eh schon vergessen. Ich habe da zu lange gebraucht. Was darf es sein? Das ist der fette Elefant. Vielleicht kann ich diese Mumien auch irgendwie kaputt schlagen. Okay, das Thema vergessen wir wieder. Ja, what the fuck, was war denn das jetzt für eine Aktion von mir? Was darf es sein? So, dann das hier. Okay, damit kann ich die auch töten. So, super. Jetzt sind wir doch schon ganz schön viel schneller als vorher. So, jetzt aber hier, da kannst du viel Zeit liegen lassen. Nein! Ach, Scheißdreck, Mann! Wieder viel zu viel Zeit liegen gelassen. 20 Sekunden. Was sind denn das für Viecher? Nee, das kannst du vergessen. Das kannst du wirklich vergessen. Alter, okay, es wird anspruchsvoll. Okay, das mag ich. Was darf es sein? Okay, okay. Gut, das habe ich schon verschissen, leider. Zeitlich habe ich es schon verschissen. Jetzt nehme ich wieder den Elefanten. Jetzt werde ich bestimmt wegschlagen, diese komischen Gestalten hier. Umdrehen kannst du sie wenigstens mit dem Elefanten. Renn, 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 renn. Flitze doch wie ein Flitzebogen. Mensch, triff doch, du dummer Wichser, Mann. Du Dreckhaufen, du! Ja gut, wieder 20 Sekunden, Mann. Darf doch nicht wahr sein. Das geht nicht. Yeah.
Bleib stehen, du Zipfelklatscher, du Grausiger. Ja, super. Ja, nee, das kannst du vergessen, so. Das kannst du einfach vergessen. Okay, anspruchsvoll, das gefällt mir. Ja, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, weiter, weiter. Heidi, Heidi. Oh Mann, ich muss einfach schneller sein. Dadurch, dass ich so übereifrig bin, verletze ich mich die ganze Zeit selbst. Das ist nicht gut. Also ich glaube, bei der ersten bin ich eh schon gut dran, bei der ersten Stufe. Aber ich glaube, bei der zweiten Stufe mit dem Piranha-Pflanze kann ich dann viel Zeit rausholen. Wenn ich das ein bisschen ordentlicher anstelle. Guck mal, Bestzeit, 15 Sekunden nur. Komischen Wüstenschlangen hier. 28 Sekunden. Du sollst den da oben erwischen, Mann! Nein! Ach du Scheiße, Mann! Ein paar Scheißsekunden! Ach, Hammerbrüder gibt's auch noch, oder was? Ja, gut, holy moly. Leck mich am Zipfel! Wie willst du denn das in fucking 70 Sekunden schaffen? Ja, das wusste ich ja nicht von der vierten Stufe. Das ist, woher soll ich denn das wissen? Ach, scheiß doch die Wand an! Okay, nochmal. Kommt, Leute, wir sind auf Rand und Band. Hammerbrüder, einfach Hammerbrüder, Mann. Alles, nur keine Hammerbrüder. Ich muss einfach in der zweiten Stufe hier alles geben. Es geht normalerweise so schnell, systematisch gegen alle Wichser vorgehen. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? In einem scheiß Kern hier! Ja gut, ich kann's schon vergessen. Ich kann's schon vergessen, okay? Gut. Reißt euch zusammen, Leute. Setzt mich nicht unter Druck. Dann ist alles gut. Dreh dich um, du. So, die erste Passage meisterlich geschafft. Wie schon zuvor ein paar Mal. Das ist
Da, du kleiner Wupser. Jetzt kommt der Scheiß mit den Schlangen. Steh, du Wichtmann. So, Hammerbrüder. Here I am. Okay, großzügig. Ich dachte halt, die Zeit ist wieder 70 Sekunden. Holy moly, gut, dann bin ich froh. Dann bin ich sogar viel früher als... es nötig war, zurückgekommen. Okay. Gut, geil, geil, aber geile Challenge. Geile Challenge. Ja, cool. Ja, ich habe das mit dem Zeitlimit nicht gewusst. Ich bin froh. Super, Leute, super, Leute. Geiler Abschluss auf jeden Fall für den Part. Wir haben wieder viel erlebt. Und genauso viel werden wir hoffentlich im nächsten Part wieder erleben. Das heißt, schaut dann gerne wieder vorbei und begleitet uns. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken.